Meine Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich zum ersten Google Global Developer Day begrüßen. Mein Name ist Karl Greiner, ich bin Head of Marketing von Google Nordeuropa. Nordeuropa, das sind die deutschsprachigen Länder, Deutschland, Schweiz und Österreich und die vier nordischen Staaten. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie keine Mühen gescheut haben und Zeit und Kosten investiert haben, um Teil des ersten globalen Google Developer Days zu sein. Der Google Developer Day dauert bei Google nicht 24 Stunden, sondern 27 Stunden. Angefangen hat es vor ein paar Stunden in Australien, in Sydney, ist jetzt mittlerweile schon beendet, sind insgesamt 10 Städte über Peking, Tokio, Moskau, Hamburg für den deutschsprachigen Bereich, Paris, Madrid, London, dann über den Teich Sao Paulo und als letzte Destination dann Mountain View, unseren Hauptsitz in Kalifornien, so eine Stunde von San Francisco entfernt. Das Thema des heutigen Tages ist ja Building Blocks for Better Web Applications, also Bausteine vorzustellen, um Webanwendungen noch zu verbessern. Das ist unser Kernthema, wo wir im Laufe des Tages einige Bausteine vorstellen werden. Wir werden Workshops hier haben, wir werden Lectures hier haben, wir werden Videokonferenzen haben mit London, mit Mountain View. Also viele, viele, viele Themen, viele, viele Bausteine, die eben als Inspiration für Sie dienen sollen. Weil für uns ist ganz, ganz wichtig, dass wir heute hier die Gelegenheit haben, uns gegenseitig auch auszutauschen, Networking zu machen, dann auch Fragen zu stellen, Fragen zu beantworten, um einfach Ihnen auch ein bisschen Google nochmal näher zu bringen. Weil wir wissen alle, dass ohne Ihre Unterstützung das Internet nicht so weit wäre, wo es jetzt ist. Und es wird sich auch nicht so schnell weiterentwickeln, wenn wir nicht Ihre Unterstützung haben und gegenseitig sich bei uns befruchten. Ein wichtiger Punkt von meiner Seite ist auch noch, wie viele ja wissen, unsere Vision ist, dass wir daran glauben, dass die Anwendungen, tägliche Anwendungen von Nutzer, dass sie alle im Webbrowser stattfinden werden. Und das ist eigentlich so eine Art roter Faden, der sich einerseits in unseren Präsentationen widerspiegelt, aber auch generell global. Wir haben ein sehr, sehr dichtes Programm für heute. Startend mit meiner kurzen Einleitung werden wir sharp 13 Uhr nach England schalten, wo wir zwei Keynotes haben werden zum Thema Geo-Messaging und Developer-Messaging. Ab 14.15 Uhr beginnt das Programm hier in Deutschland. Wir haben hier von 14.15 Uhr bis 18 Uhr verschiedenste Workshops. Es sind alles Googler, die die Workshops präsentieren, führen werden, die die Lectures führen werden. Und ich würde einfach ganz gerne mal den Vortragenden die Möglichkeit geben, sich kurz vorzustellen und auch kurz zu erklären, was sie vortragen werden. And because we have some non-natives, Germans, like Italians, or from the UK, from the US, I would like to give them the opportunity to stand up and explain a little bit where they are from, what they do, and what they are going to cover this afternoon. Hello, my name is Nicola Ferrioli. I work for Google in Italy at the Milan office. And I'm a customer solution engineer, which probably doesn't mean that much to people outside of Google. It's a kind of role between an engineer and a sales guy. So I give technical expertise to the sales organization of Google. Today I will present the workshop on Maps API. So there will be two sessions. Actually, something that maybe was not really clear to some people is that the two workshops are just the same. So attend only one of them, and then feel free to join the other sessions. Don't follow both of them unless you're really dumb and you don't understand anything in the first one. So, well, I also don't speak German, so you will have to follow me in English. Also, was vielleicht nochmal wichtig ist, jeder hat auch nochmal die Session-Details, auch nochmal im Deutsch, ein bisschen Hintergrund. Also, wenn man Englisch dann vielleicht nicht so versteht. Also, in the flyer, I think it says Java, it should be JavaScript. If you know a bit, Maps API, maybe you know that they're based on JavaScript, not on Java. Schönen guten Tag, mein Name ist Joachim Glaubrecht aus dem Google-Team hier in Hamburg. Ich gehöre zu der Organisation Google Enterprise und mein Workshop wird sein um 17 Uhr über die Earth KML-Schnittstelle und die aktuellen Entwicklungen, die wir da haben in Richtung Geo-RSS und Geo-Web im Allgemeinen. Hi, ich bin Dauer Osinger. Ich arbeite als Engineer in Zürich und ich habe zwei Sessions über Gadgets, sind alles auch gleich. Also
Man kann versuchen, beides zu kombinieren. Ich bin ziemlich amüsant. So, mein Name ist Matthias Zenger. Ich arbeite bei Google in der Schweiz. Ich bin Software-Engineer und arbeite hauptsächlich an Google-Base-Projekten. Und darüber werde ich auch heute reden. Um 17 Uhr ist meine Session über das Google Base API. Ich bin Mesh. Ich arbeite im New York Office von Google an Maps und insbesondere am Maps API. Also viel von dem JavaScript, das in Ihrem Browser läuft, wenn Sie sich maps.google.com oder maps.google.de anschauen, habe ich geschrieben. Und ich mache heute zwei Vorträge über das Google Maps API. Ein Vortrag ist untertitelt Advanced und der andere ist untertitelt Intermediate. Die überschneiden sich sehr. In dem Advanced-Vortrag kommen mehr Code-Snippets vor und in dem Intermediate-Vortrag, da ist es mehr hübscher. Und die Themen sind aber eigentlich die gleichen. Außerdem ist der Advanced-Vortrag vor dem Intermediate-Vortrag, sodass es leider nicht möglich ist, im Intermediate-Vortrag jemanden auf Advanced-Level zu bringen, sodass er dann zum Advanced-Vortrag kommen kann. Ist auch nicht so notwendig. Hi, my name is Jeremy Allison. I work out of the Mountain View campus. I'm in the Open Source Program Office, and I'm going to be talking this afternoon about open source, how Google uses it, why Google uses it, and how it can help make your life better too. As I'm English and working in America, two of the most insular countries in the world, I'm afraid I only speak English, so you're going to have to bear with me this afternoon because my presentation will be in English. Thanks. Hi, mein Name ist Frank Mantek. Ich arbeite aus einem kleinen Dorf in Wermelskirchen für New York und Mountain View und bin seit 2 Jahren hauptsächlich im Core-Team für die Google Data API verantwortlich. Ich halte heute 2 Vorträge. Einer ist ebenfalls Intermediate, der andere Advanced gelabelt. Der große Unterschied ist im ersten, im Intermediate schauen wir uns das Protokoll an, was man alles machen kann. Im zweiten reden wir hauptsächlich darüber, was Leute mit der API bisher gemacht haben und was wir im Team daraus gelernt haben, was wir in der Zukunft versuchen, besser zu machen. Wie wir gehört haben, sehr, sehr viel Information, spannende Themen, Workshops. Wichtig ist, Fragen, wenn Fragen sind, Fragen stellen, aber vielleicht bei manchen Vorträgen die Fragen vielleicht aufschreiben und dann am Ende des Vortrags, was ganz wichtig ist, es gibt ein Schema und es gehen keine Fragen verloren. Wir werden uns bemühen, die Fragen zu beantworten. Fragen, die wir heute nicht beantworten, werden wir später beantworten. Aber es ist ganz, ganz wichtig, weil uns ganz, ganz wichtig und ganz, ganz gelegen ist, Ihren Input auch zu bekommen. Können wir ganz kurz auf die Agenda nochmal kurz zurückgehen? Es ist so, dass wir nach den Vorträgen, nach den Workshops um 18 Uhr eine kurze Wrap-Up-Session haben werden. Und vielleicht nochmal ganz wichtig ist, das hat jeder wahrscheinlich schon entdeckt, also auf der Rückseite eben, wo ist eingetragen, was hat da, wo in welchem Veranstaltungsraum findet was statt. Gleichzeitig ganz unten kann man auch sehen, Zugang zu Wireless, also wenn man blocken möchte, ganz, ganz wichtig, also geht überall im Hotel. Und dann ist es so, dass wir ab 19 Uhr eine Live-Übertragung haben nach Mountain View. Sicher interessant, sicher einiges an Neuigkeiten, Überraschungen von den Themen. Das ist die gute Nachricht. Die schlechtere Nachricht für heute ist, wir sind leider nicht im Google Office, weil wir die Küche umbauen. Und da haben wir keinen Platz und Essen ist sehr, sehr wichtig bei Google. Speziell nicht nur bei uns, aber wenn man bei Mountain View war. Das nächste Mal werden wir versuchen, das Ganze nachzuholen. Noch ein paar logistische Anmerkungen. Einerseits haben die meisten schon gemerkt, dass der Infodesk auf der Seite da links ist, wenn es Fragen gibt. Dann hatten wir ja auch, wenn man blocken möchte, die Möglichkeit, einen Tag mit GDD oder GDD 07 zu nehmen. Dann einige haben ja auch schon die Product Pods verwendet, ein bisschen die Produkte wie Earth auszuprobieren oder andere Produkte. Haben wir einiges am PC stillen. Und was für mich ganz wichtig ist, eben Networking, also miteinander sprechen, mit uns sprechen. Ich weiß, dass
liegt nicht bei allen zur Natur der Sache, aber es ist wirklich eine gute Chance, wo man sich einfach mal austauscht. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil das eigentlich die Plattform ist für uns, wo wir sagen, ja, eine Plattform zu schaffen, was zu lernen, sich auszutauschen und auch im Endeffekt ein bisschen was gemeinsam zu entwickeln. Bevor wir, das nächste Mal, bevor wir nach England schalten, haben wir auch noch einen Special Guest, Herrn Stefan Urnbacher, den Gründer von Quipe. Herr Urnbacher wird auch erklären, was ist Quipe. Warum haben wir ihn eingeladen? Wir haben ihn eingeladen aus dem einen Grund, einerseits ein sehr, sehr interessantes Business Model, aber er war einer der ersten, der Maps API verwendet hat, also einer der frühen Verwender. Und das ist ja eigentlich, wo wir auch hier sind, sagen, je früher man Sachen eben ausprobiert, und vielleicht sind sie nicht ganz hundertprozentig, aber man sammelt wertvolle Erfahrungen und ist halt ganz vorne dabei. Und deswegen hier Frage, vielleicht mal hier, Woche, wie war Ihre Erfahrung bis jetzt mit Google? Grundsätzlich, alles im Büro. Ja, super. Grundsätzlich, wir waren mit der Maps, wer kennt Quipe, muss man jetzt mal kurz fragen. Sonst kann man sich, genau, Quipe ist eine lokale Empfehlungsplattform. Und für uns ist es wichtig, wer findet was gut. Das hat sehr, sehr viel mit Local Search zu tun, das hat aber vor allem auch was mit Social Network zu tun, wo Menschen Dinge empfehlen. Und wir brauchten eben halt diese eine Kartendarstellung und von dem her, um die Frage jetzt zu beantworten, die Erfahrung war natürlich hervorragend damit. Wir wussten, Google Maps würde kommen, wir wussten nicht wann, wir kannten es aus den USA. Irgendwann kam es dann und am nächsten Tag waren wir live damit. Das war eigentlich für uns natürlich spitze. Hat sich was im Laufe der Zeit verändert oder so? Oder? Klar, danach haben wir es verbessert, also so lange, bis es funktioniert hat. Und welche anderen Anwendungen wären noch interessant oder was denken Sie, was könnte das interessant werden? Ich finde eigentlich ganz, ganz viele Sachen, die momentan so hochpoppen, interessant. Also einerseits gucken wir ziemlich weit voraus, was wir mit Google Maps noch machen können. Ich persönlich finde Kalender sehr, sehr interessant, die ganzen Schnittstellen, weil es einfach mit unserem Produkt sehr viel zu tun hat. Und alles andere beobachte ich immer mehr und lasse dann von unseren Entwicklern eigentlich immer eher sagen, was die spannend finden. Und was war eigentlich der Grund, dass Sie so früh Maps ausprobiert haben? Also der Grund letztendlich war, dass wir es einfach gebraucht haben. Wir haben ein Business gebaut, wo wir wussten, wir brauchen Karten, aber wir wussten auch, sobald Google Maps kommt, sind Karten auch ein Stück weit eine Commodity. Also jeder hat dann Karten. Also war es für uns nicht so sinnvoll, in Karten zu investieren selber. Und deshalb haben wir es natürlich wirklich ganz früh gemacht. Und vielleicht erzählen Sie mal ein bisschen über Quipe, ein bisschen mal im Hintergrund, was es ist oder so und was man bewegt hat. Wenn mir jemand den Browser anschmeißt, kann ich es kurz zeigen. Aber kann ich fragen, wer kennt hier Quipe unter den Entwicklern? Also wenn wir diese Marktbekanntheit draußen haben, dann sind wir zufrieden. die haben wir natürlich noch nicht. Danke. Also Quipe, wie gesagt, es geht darum, wer findet was gut. Und ich weiß, ich habe keine riesen Firmenpräsentation von Quipe, aber wenn ich zum Beispiel jetzt auf das bestbewertete Restaurant in Deutschland reingehe, kann man einfach sehen, das ist Päffken in Köln. Menschen beschreiben das bei uns, sie laden Bilder hoch dazu, sie diskutieren darüber, sie kriegen Feedback. Und wir müssen natürlich wissen, was ist drumherum, wo liegt die Hausbrauerei Päffken, was liegt hier, kann man sehr schön sehen, in der Gegend. Ich kann die Karte vergrößern. Und von dem her ist natürlich dieses ganze Thema Google Maps für uns sehr, sehr essentiell. Ich kann also sehen, was jetzt in Köln alles bewertet wurde von Nutzern, immer gerankt nach 5-Sterne-Bewertungen. Insgesamt dürften es in Köln so ungefähr 2000 Sachen sein, die da drin sind. Und interessant ist für jeden Platz eben halt immer, welcher Nutzer das war, weil einfach nur eine Bewertung ist für mich eigentlich nur halb so interessant, wie zu wissen, wer das ist. Und ich kann halt hinter jedem Bewerter quasi gucken oder in jedem Quiper, was er sonst noch gut findet. Das Ganze, also ich habe hier zum Beispiel die Tags, die dieser Nutzer vergeben hat, kann also gucken, ob jemand, der sich primär für Burger, Cocktails, ist ja zufällig hier, wahrscheinlich nicht, aber für Burger, Cocktails, Tanzen interessiert, ob das jetzt auf mich passt, ob das die Dinge sind, die für mich relevant sind. Man kann eben halt also sehen, dass das Tagging, was wir sehr stark einsetzen, sowohl für Plätze als auch für Menschen eben halt ganz gut passt. Und wenn man jetzt halt in die Suche reingeht zum Beispiel, durch das Tagging, was wir verwenden und was unsere Nutzer verwenden, gibt es eben bei uns auch ganz andere Suchergebnisse als sonst so üblich.
Ich kann zum Beispiel nach allem suchen, was in Hamburg draußen ist oder was mit draußen gekennzeichnet ist und bekomme dann also ein Suchergebnis über die Stadt verteilt, ungefähr 40 Einträge, also 4 Seiten, 10 Einträge und kann dann wieder begrenzen auf Dinge, die die Menschen gut finden, also als Suchbegriffe. Zum Beispiel haben wir wieder eingestellt, da spielt Maps auch eine gewisse Rolle, zum Beispiel das Alsterufer. Das machen wir jetzt nochmal mit etwas anderem, da haben wir ein bisschen mehr. Weil an Alster gibt es immer mehr Aussicht, also das ist eigentlich das meiste, was die Hamburger an Alster interessiert. Und wenn wir eben halt begrenzen, diese Suche dann wieder einschränken, wo wir auch Google Maps wieder für verwenden, dann sehen wir eben halt sämtliche Punkte, die mit Aussicht getaggt wurden in Hamburg. Und das ist also hier auf der rechten Seite ein ganz gutes Beispiel, wie man eben halt Maps dann auch einsetzen kann für sowas. Was mich nochmal interessieren würde, ist, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, Grab zu gründen generell? Wie kommt man auf sowas? Es gibt hier zwei Ansätze. Der eine ist, dass man den US-Markt beobachtet und guckt, was es alles gibt. Und das ist ein bekannter Ansatz, sehr erfolgreicher Ansatz. Und es gibt einen Ansatz, den ich persönlich sehr lange schon mache und den mir jetzt aber keiner abkauft. Das ist, ich gucke mal, was mich wirklich selber interessiert. Und 2005 ging es also darum zu überlegen, oder ging es mir darum, ich wollte was Neues gründen, ich hatte vorher schon viele andere Sachen gemacht. Und ich wollte was finden, was im Moment noch nicht da ist im Netz. Und für Produkte gibt es alles. Also wenn ich einen DVD-Player oder ein Auto haben will, gibt es Preise, Kaufmöglichkeiten. Für Dienstleistungen und alles in meiner Nähe gibt es im Netz relativ wenig, weil die Monetarisierung dieser Geschäftsmodelle schwieriger ist. Es geht nämlich primär über Werbung. Und ich kann eben halt einem Friseur, den kann ich nicht irgendwie digital online abrechnen über Kreditkarte, sondern das geht halt offline und deshalb ist es ein deutlich schwieriger Markt. Und dadurch kam eigentlich die Idee, Quibe eben halt als bewertete gelbe Seiten zu starten. Das hat der Andy Narpetian, der sitzt da vorne in der zweiten Reihe, dann programmiert als Java-Anwendung und wir haben dann festgestellt, das interessiert keinen Menschen. Niemand will gelbe Seiten bewerten. Und haben dann einen zweiten Anlauf gemacht, auch mit dem Andy und ein paar andere Leute, die dann auch mit Ruby on Rails angefangen haben bei uns als Plattform und haben ein Social Network draus gemacht, weil wer was bewertet und auch dieses ganze Tagging, was mich selber interessiert, das funktioniert viel, viel mehr. Das heißt, wir haben im Hintergrund eine ganz normale gelbe Seitenanwendung sozusagen, oder ich weiß gar nicht, ob das noch geschützt ist oder nicht, oder wer gerade gegen wen prozessiert. Also wir haben die ganzen Telefondaten drin von Deutschland und auch von England mittlerweile und andere Länder kommen dazu. Und die Nutzer erleben aber eigentlich eher eine Community und können eben halt Sachen empfehlen. Wenn Sie einen Wunsch hätten, also in Bezug auf Tool, von Google Tool oder so, was würden Sie sich denn wünschen, welchen Baustein würden Sie noch brauchen, um eben, sagen wir, Quibe voranzubringen? Ich glaube, was ganz, ganz toll wäre, wäre ein funktionierenden, also das, was Sie im AdSense oder AdWords-Bereich für Produkte geschaffen haben, wo man einen sehr, sehr gut funktionierenden Monetarisierungskanal hat, der fehlt im lokalen Bereich bislang. Also auch AdSense oder AdWords ist ja nicht geografisch irgendwie einschränkbar, sondern wenn ich jetzt halt Sushi suche auf AdSense, dann finde ich auch San Francisco meistens, zumindest nach meinem Kenntnisstand, vielleicht lernen wir heute noch mehr dazu. Und von dem her ist das sicherlich ein Thema, was uns helfen würde, wenn es über die nächsten Jahre nicht nur von uns entwickelt würde. Danke sehr, sehr interessant. Thank you.